herzlich willkommen bei Reaction, dem Quiz, bei dem es um Wissen, Tempo und Geschicklichkeit ankommt. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute unser Studiopublikum, das nicht nur die Stimmungskulisse liefert, sondern im Finale auch eine wesentliche Aufgabe zu erfüllen hat. Und hier sind unsere beiden geistig und körperlich topfitten Kandidaten Renate und Michael. In unserem ganz speziellen Action-Quiz werden die Kandidaten buchstäblich vom Kopf bis zu den Zehenspitzen gefordert. Die Kandidaten stehen in ihren speziellen Cockpits und geben die Antworten nicht verbal, sondern durch Drücken und Kombinieren der vier farblich unterschiedenen Bodensensoren. Hier ist schnelle Reaktion und perfekte Koordination gefragt, um die richtigen Sensoren zu betätigen. In der ersten Aufwärmrunde geht es um das möglichst schnelle, möglichst richtige Zuordnen von Farben zu Begriffen. Wer schneller den richtigen Bodensensor drückt, erhält den Punkt. 3, 2, 1, Reaction! Banane, Tomate, Butter, Wasabi, Heidelbeere, Vorrangschild, Enzian, Fliegenpilz, Stopptafel. Renate, das war ja eine unglaubliche Leistung. 5 richtige von 9. Du warst fast immer schneller als Michael und gehst mit dem beruhigenden Polster von 5-2 in die nächste Runde. In unserer nächsten Runde geht es um geschicktes Navigieren auf einer Weltkarte. Selbstverständlich wieder über die Bodensensoren gesteuert. In dieser Runde übernehmen die Bodensensoren die Steuerungen nach links, rechts, oben und unten. Wenn ihr euch umdreht, seht ihr die Weltkarte und die Fadenkreuze, die ihr mit den Bodensensoren steuern könnt. Die Aufgabe lautet, findet so schnell wie möglich den Ort, an dem sich das berühmte Gemälde Rembrandts Die Nachtwache befindet. Wer innerhalb der Zeiteinheit am nächsten kommt, erhält 10 Punkte. 3, 2, 1, Reaction! Die richtige Lösung wäre das Rijksmuseum in Amsterdam gewesen. Renate ist in der Nähe von Nürnberg gelandet, Michael in der Gegend um Genf. Renate ist aber dem Lösungsort um 150 Kilometer näher und erhält deshalb die 10 Punkte. Sensationell! Unsere Fitnesstrainerin Renate hat wieder gewonnen und zieht mit 15-2 Punkten davon. Aber Michael muss deshalb nicht mutlos werden. Er hat noch jede Chance aufzuholen, denn in der nächsten Runde geht es um 20 Punkte. Für die nun folgenden Rechenaufgaben müssen die Bodensensoren entsprechend ihrer Werte addiert werden. Besonders schwierig ist es hier, Kopf und Beine zu koordinieren. Für jede der 4 Rechenaufgaben gibt es 5 Punkte, insgesamt also 20. Der Schwierigkeitsgrad der 4 Rechnungen steigt von Aufgabe zu Aufgabe. Hier bleibt also nichts anderes, als zu sagen 3, 2, 1, Reaction. Die erste Aufgabe lautet 28 minus 6 plus 15 mal 3 ist wie viel? Man würde gar nicht glauben, wie spannend einzelne Rechenaufgaben sein können. Die richtige Lösung ist 111 und diesmal gehen die 5 Punkte an Michael. Die zweite Rechenaufgabe kombiniert Wissen mit rechnerischem Geschick und Reaktionsschnelligkeit. Die Aufgabe lautet, Jahreszahl der Entdeckung Amerikas minus die Anzahl der Apostel,
dividiert durch die möglichen Funktionsperioden des österreichischen Bundespräsidenten ergibt wie viel? 3, 2, 1, Reaction! Die Entdeckung Amerikas 1492 minus die 12 Apostel multipliziert mit 2 möglichen Funktionsperioden eines österreichischen Bundespräsidenten ergibt 740 und damit 5 weitere Punkte für Michael. Mit dem Stand von 95 zu 120 für Michael gehen wir ins Finale. Aber noch ist nichts entschieden. Jetzt wartet zunächst eine Aktionsaufgabe auf unsere beiden Kandidaten und das Publikum kommt ja auch noch ins Spiel. Und vor der entscheidenden Finalaufgabe könnt ihr in dieser Actionrunde eure Ausgangspositionen wesentlich verbessern. Hier bestimmt die von den Kandidaten in einer Minute zurückgelegte Strecke den Multiplikator für unsere Finalrunde. In dieser spannenden Auffolgejagd konnte sich Renate den Multiplikator 4 und Michael den Multiplikator 3 für die Finalaufgabe sichern. In der finalen Entscheidungsrunde das Labyrinth geht es um viel Fußspitzengefühl für unsere beiden Kandidaten. Die Kugeln im Labyrinth werden durch sensible Gewichtsverlagerungen gesteuert. 3, 2, 1, Reaction! Wer seine Kugel an mehr Hindernissen vorbeisteuern kann, erhält 50 Punkte. Damit hat es Renate trotz ihres Multiplikators 4 mit dem Endstand von 380 leider nicht geschafft. Michael ist Tagessieger und erhält zu seinen 120 Punkten noch die 50 vom Labyrinth und kommt mit seinem Multiplikator 3 auf insgesamt 510 Punkte. Unsere 100 Studiogäste haben nun die wichtige Aufgabe zu bestimmen, wie hoch der Gewinn des siegreichen Kandidaten im Finale tatsächlich ausfallen wird. Jeder unserer 100 Studiogäste hat ein elektronisches Abstimmungsmodul mit den 4 Tasten Rot, Gelb, Grün und Blau. Es geht um eine einzige Frage mit 4 möglichen Lösungen. Gelingt es Michael am schnellsten richtig zu reagieren, werden seine Punkte verhundertfacht und er erhält dann 51.000 Euro. Ist auch nur ein Kandidat im Publikum gleich schnell, sind es nur 5.100 Euro und wenn das Publikum schneller ist oder er eine falsche Antwort gibt, geht er mit 510 Euro nach Hause. Und die alles entscheidende Frage an Michael und das Publikum lautet: Wie heißt die koreanische Währung? Won, Son, Loi oder Yen? 3, 2, 1, Reaction! Unglaublich! Michael hat es als schnellster geschafft. Die richtige Antwort Won für die koreanische Währung bringt ihm die sagenhafte Summe von 51.000 Euro. Wir verabschieden uns von unserem Champion Michael und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt 3, 2, 1, Reaction!